Oh, es geht nicht. Ah, oh, scheiße. So, willst du noch was sagen? Warte mal kurz. Ich muss mir den Karton wieder hinterschieben. Aber hinter geht er nicht. Was soll ich denn sagen? Wie meinst du das jetzt? Noch ein paar weise Worte. Noch ein bisschen Belehrung, sowas. Und dann bist du dann fertig mit deiner Moralpredigt. Ja, das weißt du doch selber, oder? Dass es für dich einfacher gewesen wäre, wenn du vorher nicht die 5 kleinen gegessen hättest. Da wäre es leichter für dich gegangen, die 5 anderen zu essen. Ist einfach so. So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Und ihr habt gerade noch meinen Manager gehört, ne? Der mir hier mal Tipps gibt für die Challenges, was man besser machen kann und wie auch immer. Erst kommt der Mutterinstinkt durch mit lass das und dann kommt der Trainerexperte durch und sagt, hättest du die 5 nicht gegessen vorher, dann hättest du eine viel bessere Zeit bei den Großen. Wir haben auf jeden Fall wieder was vorbereitet, denn die Mom ist wieder da, ist schon wieder eine Woche um. Und wir wollen heute mal diese 3 Döschen erforschen von Sunkist. Ich weiß schon wieder gar nicht, wo das her ist, steht auch glaube ich nichts drauf. Auf jeden Fall Sunkist. Sieht eigentlich ganz ordentlich aus, dürfte jetzt nichts Spezielles sein, einfach nur Limonade, denn wir haben einmal ja hier die Sunkist Zitronenlimonade, wir haben einmal natürlich die Sunkist Orangenlimonade und wir haben einmal den Fruit Mix. Da bin ich mal gespannt, das dürfte kein Energy sein, einfach wie gesagt Limonade, wir machen auch gleich mal das erste auf, nämlich das Zitrone. Ich glaube, das gab es sogar im Kaufland. Wenn mich nicht alles täuscht, schenke ich einmal Zitrone ein für die Mamuschka, bitteschön. Kannst du mal sagen, wenn du das vergleichst mit Sprite, ist das besser wie Sprite, ist es schlechter wie Sprite, ist es Sprite oder ist Sprite, ne, wie auch immer. Ich probiere auf jeden Fall jetzt mal, du auch, und dann gucken wir mal, was das Ergebnis ist. Na, Sprite schmeckt auf jeden Fall anders. Das hier hat mehr so einen säuerlichen Geschmack, mehr so wie, naja, halt, es ist halt Zitrone, kommt da mehr durch, so richtig so. Ja, das ist ja Zitrone-Limette, ne? Ah, deswegen. Genau, die Limette. Das ist die Limette, ja. Steht ja auch drauf. Die Limette ist es, genau. Lemon. Die schmeckt etwas bitter. Lemon-Lime, wie, so wie diese Kombination. Ja, wie Bitter-Lemon, so schmeckt das. Ich also, finde bei der Sprite, dass du halt diesen Geschmack irgendwo in der Mitte, so, wenn du so trinkst und bei dem hast du vorne irgendwas und dann kommt was anderes hinterher und das, als würdest du erst Wasser trinken, süßes Wasser, was danach plötzlich bitter schmeckt, also es hat schon fast einfach was von Bitter Lemon, ja, aber nicht genau. Direkt von, also mit Sprite, als mit einer normalen Zitronenlimonade kann man es jetzt eigentlich nicht vergleichen. Und Sprite, wenn die schön gekühlt ist, schmeckt die auch erfrischend, dann ist die einfach, ja. Ja, gekühlt haben wir sowieso nichts. Gekühlt ja, schmeckt sowieso egal, alles, weil gekühlt merkt man auch keinen Geschmack mehr. Hier ist ja ein bitterer Geschmack noch da. Vielleicht haben wir ja Glück bei der Orange, wenn wir nämlich die zweite probieren. Orange ist von vornherein gar nicht mein Fall. Obwohl doch Zitrone eigentlich säuerlicher ist als Orange, oder ja, nicht? Ja, aber Orange ist mein Favorit, ohne dass ich es probiert habe, ist diese andere. Beere. Diese, ja, genau. Achso, ich muss sie ja noch einschenken. Wir probieren jetzt auf jeden Fall Orange. Und ich finde persönlich Orange eigentlich immer besser als Zitrone, weil ich finde, das ist erfrischender und prickelnder, weil das andere zu säuerlich ist. Kann aber hier auch wieder anders sein, weil es ist ja keine Fanta, es ist ja Sunkist, ne? Vor allem steht ja auch aber Orangen-Zitronen-Limonade. Da ist auch Zitrone drin. Finde ich aber vom Geschmack angenehmer als die Lemon-Lime-Sorte. Ihr habt wieder. Orange schmeckt aber meistens wirklich so, wie als würde es schon ein paar Tage liegen, wäre total weich. Ihr schält das und es ist schon halb faulig, dass das so einen dumpfen Geschmack mit sich bringt. Ja. So schmeckt das, aber dadurch ist es auch nicht so säuerlich. Dadurch für dich auch angenehmer, würde ich sagen, ne? Ja. Und dann haben wir aber noch den Fruit Mix. Und wenn Orange schon besser war wie Zitrone, dann müsste ja
Fruit Mix noch besser sein. Du kannst das auch machen, das ist kein Problem. Ja, dich sieht ja eh keiner. Dann müsste der Fruit Mix ja noch besser sein als Orange. Ich habe meinen Körper unter Kontrolle. Riecht einfach wirklich so wie Kasis halt. Achso, es steht sogar hinten. Kasis! Apfel, Traube, Johannisbeer. Apfel sowieso sehr gut. Traube kriegt man immer gleich Sodbrennen. Johannisbeer bewerte ich mal neutral. Ich freue mich auf jeden Fall auf Apfel. Ich hasse Traube, aber würde sagen, einmal hier der Fruit Mix. Weil wieso liest man nicht sowieso der einfach hinten? Gut. Dann hat man doch alles. Der riecht schon gut eigentlich. Ach so. Black Currant ist also Johannisbeer. Jetzt weißt es. Und Grape ist Traube. I spit on your grape. Grave? Nein, das war ja. Das war was anderes. Ist mein Favorit. Von den dreien auf jeden Fall. Doch. Ja, ich denke mal, am meisten schmeckt man trotzdem eine Johannisbeer raus. Dann würde ich sagen, weil ich so ein guter Gastgeber bin, darfst du am restlichen Abend deine Fruchtmix trinken. Ich gönne mir die Orange und die Zitrone. Die teilen wir uns noch auf oder die kriegt der Adi, wie auch immer. Ja, dann war es das eigentlich schon. Dann haben wir schon wieder drei neue Sorten dick machendes Ekel-Gesöff-Getränk getrunken. Der Ramses, der opfert sich ja, wie ihr seht, der Platz aus allen Nähten, nur damit ihr das nicht trinken müsst, damit ich euch schon sagen kann, ob sich das lohnt. Ich würde sagen, an Zitronen- und Orangen-Limo gibt es auf jeden Fall so viele Alternativen, da könnt ihr ruhig bei was anderem zugreifen und nicht unbedingt bei Sunkist. Das Bärige ist ganz okay, Beere von Sunkist kann man sich mal gönnen, aber bei den anderen, nee, da gibt es wirklich so viel Auswahl. Da rate ich von Sunkist einfach mal ab. Das war es also jetzt von meiner Seite aus. Habt ihr schon mal Sunkist probiert oder kennt ihr vielleicht sogar noch andere Sorten, die es noch gibt? Gibt es vielleicht noch eine grüne Dose? Weintraube mit Kiwi oder irgendwas? Keine Ahnung, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich weiß nicht, das Gummihuhn lag hier rum. So. Wieso sagst du eigentlich Sunkist? Vielleicht heißt es einfach Sunkist. Vielleicht ist es gar nicht Englisch. Oder? Also ich habe das jetzt immer, die gibt es ja schon länger, also diese, das kenne ich. Aber ich habe immer Sunkist, war das für mich immer. Eigentlich Sunkist. Ich sehe das erste Mal, aber gut, ich bin ja noch nicht so alt. Ich weiß es aber nicht, ob das jetzt... Vielleicht soll das aber Sun soll vielleicht für Sonne stehen und deswegen Sun. Ja, gut, Sun. Ja, das könnte sein.